Alle einsatzkräfte. Könnte. In Lissabon kam es zu einem schweren Zwischenfall. Eine U-Bahn ist an der Station Lissabon Rathaus in Preis. Leg mal einen Zahn zu. Hat dabei erheblichen Schaden angerichtet. Es besteht Einsturzgefahr. Wir wollen hier nicht alle Einsatzkräfte begeben sich umgehend dorthin. Florian 2 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Ah, Florian 2, okay. Jetzt habe ich gar nicht gewusst, welchen Florian ich habe. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Feuerwehr 2014, die Simulation. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer und wir sind jetzt hier schon auf dem Weg zu dem... Also, ihr habt es ja mitgekriegt. Da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Jetzt hoffe ich nur, dass da nichts Schlimmeres passiert ist und vor allen Dingen keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Das werden wir gleich erfahren. Oh, hat der etwa... Es sieht so aus, als hätte der irgendwie viel zu viel Luft im Reifen oder zu wenig Luft, so wie der springt. Und die anderen sind schon da und ich bin noch da hinten. Lasst mich durch hier. Florian 2 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Warte mal. Durch die Funkelgruppe ist ein Feuer in der Station ausgebrochen. Drei Personen werden noch vermisst. Durch das Feuer werden die vermisst. Warte mal, wo ist denn die... Wo ist denn hier überhaupt der Zugang zum Feuer... Zur U-Bahn-Station? Ah, hier. So. Eh. Erstmal aussteigen. Feuer. Feuerlöscher. Feuerlöschen. Löscher. Feuer. Ultrastrahlrohr rausnehmen und dann das Feuer löschen damit. So rum ist es richtig. Was habe ich nur heute wieder? Oh, ich sollte vielleicht erst noch eine Schutzmaske aufsetzen. Gib mal her das Ding. Aufsetzen. Müssen wir noch weiter runter. Oi. War gut, dass wir die Schutzmaske aufgesetzt haben. Also dem fällt ja... Oi. Also denen fällt ja immer wieder was Neues ein. Das gefällt mir richtig gut an diesem Game. Da sind ganz viele verschiedene Szenarien und so weiter drin. Gefällt mir richtig gut. Kann man da durchgehen? Na, ach, das ist ein Telefon. Keine Durchgangstür. Na, Tür auf? Nein. Wo ist hier noch Feuer? Oh. Komm mal mit, du Frau. Da geht's raus. Wo ist Rettungswagen? Hier. Die erste Frau ist da, bitteschön. Wo ist U-Bahn? Hier. Wie lange hält mein Anzug noch? Ja, locker. Der hält da locker. Kann man da außen rumlaufen? Auf die andere Seite vom Ding kommen? Ja. Hier hinten haben wir noch Feuer. Ich komme da nicht rein. Das ist ja lustig.
Gibt's da noch einen Weg nach unten? Offenbar muss da unten noch ein weiteres Ding sein. Aber irgendwie macht das keinen Sinn. Und vor allen Dingen, wo brennt's hier denn noch? Das Feuer kommt direkt aus dem Loch, also aus dem Boden, meine ich. Das Feuer kommt aus dem Boden, oder Rauch kommt aus dem Boden, aber irgendwie macht das keinen Sinn. Da muss es also noch einen weiteren Geschoss darunter geben. So, Fräulein Nummer 2. Ich muss jetzt erstmal die Frauen hier evakuieren. Löscht das Feuer und findet die rettenden vermissten Personen. Ja, ja. Weil da ist noch die dritte Person drin. Ich sehe gar nichts. Hier. Nehmen wir den hier so lange. So, bitteschön. Wurde erfolgreich bekämpft und alle vermissten Personen wurden in Sicherheit gebracht. Um einen weiteren Einsturz zu vermeiden, musst du jetzt noch die Station mit Deckenstützen absichern. Ja, gut. Aber es raucht doch noch da drin. Na gut. Deckenstützen, wo haben wir denn Deckenstützen? Ist das mein Auto? Nein, nicht mein Auto. Welches Auto hat denn Deckenstützen drin? Der HLF, der Florian 6 hat Deckenstützen. Der baut schon mal Standrohr auf. Warte mal. Schlauch kann weg. Und Schlauch? Hier. Und kann weg. Braucht man nicht mehr. Ist der Florian 6 mit dabei? Na, ich denke mal schon. Hier. Genau, der hat auch noch so Deckenstützen dabei. Strahlrohr, Standrohr, Deckenstütze. So, haben die anderen mir jetzt schon Deckenstützen noch weiter nachgebracht? Nee, okay. Dann nehme ich sie mir selber. So, Nummer 2. Ich glaube, 3 brauchen wir immer. Da ist er. Lissabon Rathaus. Ich glaube, hier braucht es mehr als nur 4, als nur 3. Ich glaube, 4 oder 5 brauchen wir hier. Schauen wir mal. Da ist sie hier. So, Nummer 3. Den Einsatz damit erfolgreich beendet. Guten Morgen zusammen. Im gestrigen Großeinsatz hast du wieder vorbildlich gehandelt, damit größeren Schaden verhindern können. Dafür befördere ich dich mit sofortiger Wirkung zum Oberbrandmeister. Herzlichen Glückwunsch. Dich teile ich heute als Fahrer auf dem TLF Florian 2 ein. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Entschuldige. Ja, alles gut. Und wir sind jetzt Oberbrandmeister. Florian 2. Dann nehmen wir uns hier mal den, diesen Binökel da. Pass doch auf, wo du hinläufst. Und schauen gleich mal, ob in den Reifen genug Luft drin ist. Oh ja, da ist einiges zu viel drin. Deshalb ist er mir in der letzten Folge auch so gekippelt. Letzte Folge? In dieser. Gerade eben.
Morgen. Morgen. So, und jetzt probieren wir mal aus, ob wir die Fahrzeuge, die anderen Fahrzeuge auch waschen können. So, welcher schaut denn recht dreckig aus? Der ist ganz gut. Der schaut recht sauber aus. Der schaut auch recht sauber aus. Na, der sowieso. Der ist recht dreckig. Ah, ich glaube, den kriegen wir nicht sauber. Nein, den kriegen wir nicht sauber. Nur den Zweier. Den kriegen wir sauber. So, sehr schön. Pass doch auf. Ja, ja, ja. So, perfekt. Dann schauen wir gleich mal, ob Martinshorn und alles andere funktioniert. So, schauen wir mal. Bremslicht funktioniert, Rückfahrlicht funktioniert. Oh, wir haben hier... Blinker funktioniert nicht. Perfekt, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Dann nehmen wir hier unser Werkzeug und werden damit gleich mal das Auto reparieren. Sehr gut. Kaffee und Cola. Pass doch auf. Ja, ist ja gut. Pass doch schon auf. Morgen, aber wenn ich keinen Kaffee habe, kann ich nicht aufpassen. Pass dann doch müsst auf, ihr wo halt du aufpassen. Hinläufst. Ja, ich passe nicht auf, wo ich hinlaufe. So, Kaffee. Kaffee ist das Allerwichtigste im Leben eines Feuerwehrmanns. Bitte schön. So, Kaffee. Dankeschön. Und Mikrowelle. Pass doch auf, wo du hinläufst. Nö. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Schauen wir uns ein bisschen um in der Feuerwache, so heißt das Ding. Da kann ich gar keine Türen aufmachen. Wer macht denn hier dauernd Türen auf? Nein, lass das Licht an. Ah, hier geht's nicht. Geht nichts, gar nichts gut. Da ist der Leitstand. Habe ich hier irgendwo... Wie geht's? Guten Morgen. Ein Lautsprecher. Wo ist der zweite? Ah, da drin. Für Florian 2. Von der Landstraße beim Hunsdorfer Wald kam eine Alarmierung rein. Hier hat eine der Brandmeldeanlagen ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Dann mal los mit euch. Florian 2 an Leitstand. Ist okay, mach mal. Melde Einsatz angenommen. Ist okay, mach mal. Zur Seite! Dankeschön. Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. So, hier hat eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Na, dann schauen wir mal, ob das tatsächlich so ist. Überprüfe die nähere Umgebung und vergewissere dich, ob es brennt oder nicht. Ja, machen wir. So, jetzt holen wir erstmal das Hohlschreiber raus. So, dann schauen wir mal, brennt sie überhaupt? Nicht so aus. Hier brennt es auch nicht. Ich höre aber auch nichts brennen. Da stehen gefährliche Fässer. Perfekt.
Nee, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich lösche schon mal ein bisschen rein. Aber ich glaube nicht, dass da drinnen irgendwas ist. Nee. Sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Doch, na, das sieht gut aus. Also da ist alles in Ordnung. Sieht gut aus. Dreimal darfst du raten. Nur mal wieder das Gleiche mit dem Kasten. Verstanden. Florian 2 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Dreimal darfst du raten. Das finde ich auch cool. So. Auf geht's, wieder zurück. So, dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal, ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer.